Ja, es ist ein riesen Erfolg. Ich bin total happy, weil vor 3 Wochen haben wir 23 Läufer angemeldet. Wir haben schon daran gedacht, wir müssen das Ganze abzublasen. Und dann haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht. Und jetzt sind 100 Läufer am Start. Das ist natürlich das ist ein riesen Erfolg. Und das Wetter, das er mitmacht, das ist total der Applaus. Wir sind im Mathilde Escherheim. Das ist eine ganz spezielle Institution, die der FC Zürich seit neuem jetzt auch gerne unterstützt. Wir haben eine Vereinbarung mit dem Heim abgeschlossen, für mehrere Jahre. Das ist für uns auch ein Weg, um diesen Leuten helfen und Danke sagen, weil sie sind auch im Stadion vertreten, sie sind immer im Stadion, sie kommen auch auswärts. Also wir haben auch Turnleute gesehen, die hier im Heim wohnen, die mit dem Rollstuhl quasi gestern im Stadion waren. Das ist eine wunderbare Sache und das ist eine Art, wie der FC Zürich auch Danke sagen. Wir sind spezialisiert auf Menschen mit einer progressiv verlaufenden Muskelschwundkrankheit, der sogenannten Muskeldystrophie von Typ Duchenne. Das ist eine Erbkrankheit, die nur Bursten bekommen. Und rund jeder auf 3'500 Bursten hat eine diese Krankheit. Und das ist so eine schubweise Erkrankung von der Muskulatur. Das heisst, die Menschen kommen so zwischen 7 und 10, 12 kommen sie in den Rollstuhl und dann baut die Muskulatur fortlaufend ab. So vor 20 Jahren sind die Leute 20, vielleicht 25 geworden und heute dank der medizinischen, therapeutischen Entwicklung zwischen 30 und 40. Benelli und Ersam AG, Ihres Autohaus mit Stil.